On the edge of Akala, researching guardians. Okay. Oh. Ah, okay. Ich kann quasi eins dann freischalten, wenn ich mag. Von den Sachen, die mir fehlen, kostet aber. Okay. Okay, cool. Bin ich dann hier im Grunde mit der Quest fertig? Okay, ich muss erst nochmal nach Kakariko. Kann ich die auch fotografieren? Tada! Apfel? Julian Retriever. Ach, es geht um die Pitchfork und nicht um den Farmer. Okay, cool. Das macht voll Spaß. Keine Fische? Das hier sieht ja interessant aus. Ach so, ist einfach nur ein Feld mit Vogelscheuchen. Da oben ist wieder so ein Ding, aber ich weiß nicht genau, was ich mit denen machen soll. Ah! Kann ich den nicht auch noch fotografieren? Blöden Arm? Die Sachen hier gehen nicht. Bogen.
Okay, also so eine Zutaten anscheinend sind irgendwie nicht erwünscht. Ich weiß nicht, kann man irgendwie noch mehr Wind machen oder irgendwas? Dass man die irgendwie auslösen muss? Oder heißt es nur hier in der Umgebung gibt es irgendwas? Ah! Ach komm. Ich hätte einfach hier drauf bleiben sollen. Tada! Okay, dann kann ich nicht fotografieren. Kann ich die Pfeile fotografieren, die da jetzt überall liegen müssen? Ja, dann kann ich jetzt quasi nach Pfeilen suchen. Was wirklich ganz praktisch sein könnte. Komm her, du Jelly. Okay, Jelly geht auch nicht. Klar, also Zutaten scheinen offensichtlich nicht zu gehen. Oh, so ein Fuchs. Cool. Bierhoney, das habe ich anscheinend schon. Das wird irgendwie als blau angezeigt. Okay. War mir nicht klar, dass ich das schon hatte. Okay, der Käfer fehlt mir irgendwie noch. Nee. Aber was fehlt mir denn dann? Hier ist immer noch so ein Fragezeichen, was dann irgendwie aufpuppt. Oder weiß er immer kurz nicht, ob ich das habe und dann doch. Macht auf jeden Fall Spaß, hier den Krempel zu fotografieren. Rums. Beide fallen um, nur einer tot. Tja, hier muss ich jetzt nochmal außen rum. Oder oben drüber, wie es halt in diesem Spiel immer so ist.
Am Blue Heron hatte ich doch auch schon, oder? Das ist ja irgendwie nervig, dass es dann manchmal erst als orange angezeigt wird und dann irgendwie zu blau wird. Habe ich noch was, was die Geschwindigkeit steigert? Ace Elixir, okay. Hier war da noch gerade so ein Pilz. Wo ist denn der hin? Hä? Hm. Na gut. Keine Ahnung. Okay, Schrein hierbei. Da oben? Oder irgendwie da drunter? Nein! Ach komm, genau in dem Moment ist es dann immer weg. Okay. Wo soll denn dieser Schrein jetzt hier sein? Also eher in die Richtung. Dann würde ich noch weiter da oben. Oh Gott, aber darüber? Hä, hey, hab ich doch jetzt genommen, oder? Okay.
Metro 2033 haben wir im Stream durchgespielt. Und Metro Last Light ebenfalls. Wo soll denn dieser verdammte Schrein sein? Beides tolle Spiele, wobei ich glaube, ich mochte Metro 2033 sogar ein bisschen mehr als Last Light. Ist es vielleicht hier irgendwo mit drin oder so? Großartig tauchen kann man leider nicht. Hier drunter? Kann man das irgendwie sprengen? Kommt man da irgendwie rein oder so? Das gibt's gerade umsonst. Das ist ein super Spiel, beide. Demnächst kommt Metro Exodus und da freue ich mich richtig drauf. Auf jeden Fall zocken. Wenn du die Möglichkeit hast. Und für damalige Verhältnisse brauchte man einen unglaublich schnellen Rechner. Ist wahrscheinlich jetzt nicht mehr so schwierig. Das ist schon ein bisschen älter. Ach so, es ist hier drunter dort. Okay, ich muss mal eben Ausdauerzeugs essen. Was? Ich komme da nicht hoch? Also. Metro sind halt sehr atmosphärische Shooter-Spiele, bei denen halt so ein bisschen auf HUD und so weiter verzichtet wurde. Dadurch sind die sehr immersiv. Und die, die Vorlage ist ja halt auch so eine Romanvorlage. Und die sollen wohl auch richtig toll sein. Ich kenne ein paar Leute, die die Dinger gelesen haben. Ach, hier gibt es quasi so einen Eingang dazu. Ah, okay. Blind fotografieren? Nö. Yes. Mal gucken, was hier so drin ist. Bei Metro 2033 gibt es auch so einen Modus, ich glaube, der heißt Ranger Mode oder so, der das Ganze noch ein bisschen schwieriger, aber ich glaube auch einen Tick realistischer macht. Und den solltest du auf jeden Fall dann spielen. Donai. Im zweiten Teil ist der Modus leider ein bisschen bescheuert. Und von daher sollte man ihn wohl eher weglassen. Er kam nur durch so ein DLC dazu und ist dann so halbärschig irgendwie dann nur gemacht. Und beim zweiten eher ignorieren und lieber den Schwierigkeitsgrad so ein bisschen hochstellen. Ja, cool. Ja, müsste mittlerweile auch überall gut laufen. Ich kann mich erinnern, das damals auf irgendeinem alten Rechner mal probiert zu haben. Und da war
das unfassbar aufwendig. Also die Metro-Teile gehören zu den PC-Spielen, wo sie echt immer versucht haben, ein bisschen neuere Sachen gleich umzusetzen. Und dementsprechend gibt es da sehr krasse Grafikoptionen. Sora Sword, okay. Cool. Schmeißen wir irgendwas weg. Eigentlich müsste ich meine ganze Ausrüstung mal eben hinschmeißen, mal fotografieren. Ja, die Frage ist, was jetzt? Also wahnsinnig hoch komme ich ja damit nicht. Ich weiß auch nicht, was das für eine Plattform ist. Sieht aus wie ein großer Schalter, aber wie sollte man sowas... Oder muss ich hier viel Zeugs draufstellen, damit es runtergeht? Die andere Truhe hier noch draufstellen? Oder die anderen zwei Truhen? Okay. Okay, kommen wir zu diesem riesigen Metallklotz. Na gut, ich glaube, dann sind wir durch. Sehr cool. Tada! 3 von 4.
So, haben wir das dann doch noch gefunden. Achso, nee, es gab ja hier den Weg. Diese Dinger kann man auch nicht fotografieren, oder? Ja. Ich will nur sicher gehen. Ich glaube, ich mache das wirklich mal eben, dass ich mein ganzes Zeug hier hindroppe und das alles mal fotografiere. Okay, die kann ich nicht. Perfektes Foto von einem Speer. Nee. Ich kann ja mal außen ein paar Sachen fotografieren und dann gleich wieder mitnehmen. Coco-Bed kann ich dann schon mal näher nehmen. Dora-Sword kann ich nehmen. Den Arm habe ich. Nee. Den Bumerang? Nee. So, dann habe ich den Bumerang und den Arm. Frenic Bow. Das Schild sieht geil aus. Okay, Rusty Schild kann ich mitnehmen. Blazenschild habe ich auch. Field of the Mind's Eye habe ich. Speer habe ich auch. Traveler's Bow habe ich. Spike Boko Bow habe ich. Und Fennec Bow habe ich auch. Okay, sehr gut. Okay, aber da fehlt was. Ich sag bloß, es ist irgendwie runtergefallen oder sowas. Oder habe ich zu viele Sachen gedroppt und das hat dann, ist dann irgendwie gebuggt oder so? Och nö! Ich hatte noch so ein... Moment. Davon hatte ich 4. Davon habe ich alle wieder. Und hier fehlen mir 4 Waffen. Ich hatte das voll. Naja, ist jetzt auch nicht so wild, aber... Was soll das? Ja, der Zauberstab fehlt mir. Dann hatte ich noch so ein krasses Kristallschwert, das fehlt mir. Also im Grunde, die besten Sachen sind weg. Ach, das ist schon bitter. Kies. Thank you.
Das ist ja ein krasses Gebiet. Oh Gott, Lesalfos, ich glaube, die sind übelst stark. Ach nein, ich kann nicht klettern, es regnet. Hey! Schwierig. Einen Moment. So, da bin ich wieder. Ja, nachdem ich jetzt quasi meine beste Waffe versehentlich weggeschmissen habe, gucken wir mal, was in dieser Truhe ist. Kann man die auch fotografieren? Nee, es ist eine normale Treasure Chest. Okay. Und es sind Feuerpfeile. Ja, ich glaube, diese gegen die Gegner, da habe ich nicht so viele Chancen. Da es regnet, kann ich nicht klettern. Manchmal kommt echt alles zusammen. Also wir könnten theoretisch fast traveln. Ich versuche aber eigentlich in solchen Spielen fast traveln so ein bisschen zu vermeiden. Ist das die Seerose? Nee. Achso, da ist einmal der Fisch. Ach Gott, da komm, nee. Ich finde ja, er könnte ruhig ein bisschen besser schwimmen können. Ich meine, ich komme da wahrscheinlich nicht mal mehr bis da hinten. Aber ich habe auch nichts mehr, was mir Ausdauer bringt, ne? Scheiße. Ja, da werde ich jetzt ertrinken. Kann ich einfach jetzt noch fast traveln? Okay. Vor 2 Minuten gesagt, dass man eher nicht fast traveln will. Schwupp, bin ich da. Oh Gott, die Textur lädt wohl noch. Okay.